Hallo Leute, wir sind The Roofs. Wir sind gerade im wunderschönen Museumsquartier und werden uns jetzt vorstellen und einen Fragenhagel unterziehen. Ich bin der Max, ich bin der Schlagzeuger der Band und ich gebe mal das Mikro weiter. Servus, ich bin der Thomas, ich bin der Bassist von der Band. Ich bin der Oskar, ich bin der Gitarrist und ich habe sogar ein eigenes Mikro. Du hast die Ehre. Schön. Thomas, ja, ich glaube, du darfst die erste Frage ziehen. Wolltest du nicht erzählen mit Maxl, unserem Sänger oder so? Ja, unser Sänger ist leider verhindert, der hat nach einer Party-Eskapade nicht mehr heimgefunden und wir müssen ihn noch suchen. Er wird sicher schon gefunden, er wird immer irgendwo gefunden. Na klar. Passt, dann zieh mal die Frage, Thomas. Na passt. Lass mich mal. Welche Poster hattest du an den Wänden, als du 13 Jahre warst? Hört's mal, Burschen, ich hatte keine. Okay, ich hatte eins von Slipknot und das war's eigentlich. Ich hatte nicht so viele Poster. Ja, ich hatte auch eigentlich nicht so viele Poster. Ich hatte eins oder zwei, seit ich 15 bin, von den Strokes und von Jefferson Airplane. Die hängen noch immer dort. Nächste Frage. Ja, gehen wir gleich zur nächsten. Schreibst du Songs lieber alleine oder gemeinsam oder mit anderen Personen? Ich glaube, dass unsere Songs einfach, jeder hat so seinen eigenen Einfluss einfach, weiß ich nicht. Und jeder nimmt das mit beim Aufnehmen und jeder tut seinen Einfluss rein und dann läuft es gut einfach. Dann kommt was Gutes raus. Ich glaube, es ist so, dass immer ein, zwei Leute kommen rein mit irgendeiner super Idee und haben sich alles komplett ausgemalt und dann kommen wir rein und man kommt eben mit was ganz anderem wieder raus. Wir kommen ja auch aus ganz verschiedenen Genres irgendwie. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich glaube, unser Sänger kommt sogar aus der Operette oder so. Aus der Klassiker. Aus der Klassiker. Du bist da, was bist du da eigentlich angehaucht, wenn ich frage? Weiß ich nicht. Ich Indie bin, glaube ich, eher so der Punker. So. Alles. Genau, ja. Und der Binder ist ein Mettler. Auch, ja. Sonst nicht das Slipknot-Poster, weißt du? Na sicher, dann schauen wir mal weiter, was haben wir denn da? Schreibst du Songs lieber alleine? Das haben wir schon. Zweite Frage. Palatschinken oder Apfelstrudel? Ich bin da ganz ehrlich bei der Palatschinke. Muss ich auch sagen, Palatschinken. Ja, von der Mama halt. Die anderen schmecken mir eigentlich nicht. Wie viel Zeit haben wir? Ja, wir haben noch genug Zeit. Nee, bitte. Beschreibe dein Leben mit 3 Songtiteln. Boah. Das ist hart. Na, sag du mal bitte, ich muss kurz überlegen. Nächste Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Welche Band oder Künstlerinnen sollte man unbedingt mal gehört haben? The Roofs. Ganz klar. Nein, nein, nein. Hallo? Das war's schon? Fahrt, Alter. Wir sind ja gar nicht weit gekommen. Warte, mich muss gerade wer an. Nur 2 Minuten. Jetzt können wir noch. Jetzt können wir uns noch verabschieden. Wir haben am 30. im Kramladen ein Konzert. Gratis Eintritt. Sollte jeden anspornen, herzukommen. Und ja, wir freuen uns auf euch. Voll, ja. Spielt eine gute Party. Folgt uns auf Instagram, weil wir machen noch mehr Konzerte. Wie heißt wir auf Instagram? The Roofs Band. Dankeschön. Ja, wird eh verlinkt sein, nehme ich an. Tschüss, Papa. Ciao. Servus. Oh nein.